Nach 2,5 Jahren ohne Festivals war es endlich wieder soweit. Rock- und Metal-Festivals waren wieder erlaubt. Und diese Chance wollte ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen und bin deswegen dieses Jahr zum zweiten Mal aufs Full Force gegangen. Das Coolste aber war, dass ich diesmal meinen guten Freund Lukas Alvarez dabei hatte, der zum einen noch nie auf einem Rock- oder Metal-Konzert war und zum anderen noch nie auf einem Rock-Metal-Festival. Was meint ihr? Wird ein Normalo es überleben? Wird er sich in den Circle Pit trauen? Wird er Crowdsurfen? Oder gar in einen Beatdown-Moshpit gehen? Das sehen wir alles jetzt. Herzlich willkommen heute von der Action Cam. Handy ist gestern bei Bullet for My Valentine leider abhanden gekommen. Aber wir haben heute einen Gast. Ellen Jäger. Oder auch sein Metal-Name ist El Bacon. El Bacon. Natürlich war es nicht möglich, Lukas mit einem weißen Tanktop und einer roten Hose aufs Full Force-Gelände zu lassen. Das alles schrie förmlich nach einem Makeover. Aber ich sag euch jetzt schon mal, Spoiler-Alarm, wenn ich andere schminke, sieht's einfach kacke aus. Er kriegt gleich eine Heavy Metal Makeover. Ich hab so Bock, let's get it. Jetzt, wo Lukas einigermaßen gescheit aussah, konnten wir endlich mit den Festivalaktivitäten beginnen. Zeit für eine Runde Party auf dem Campingplatz. So, jetzt war es Zeit, unsere VIP-Tickets zu holen. Da Lukas eine Kooperation mit den Wunderkids hatte, die 2 VIP-Karten beinhaltete, habe ich mir natürlich eine von seiner Schwester Sophia gesnackt. Sorry Sophia, aber bei mir ist sie einfach besser aufgehoben. So, nach einem langen Kampf haben wir jetzt unsere VIP-Tickets. Und Schlipper. Und jetzt noch die Handys wiederfinden. Ja. Wir sind aber auch 25.000 Kilometer hierfür gelaufen. Sport! Full Force, von wegen, ist hier nicht gesund, alles sehr gesund, viel Bewegung, der Wahnsinn. Team kleiner Penis, dicker Hodensack oder großer Penis, kleiner Hodensack? Ich bin Team kleiner Penis, kleiner Hodensack. He did it. Crazy son of a bitch, he did it. Zum Glück hatte man die Möglichkeit, mit dem Shuttle ab und zu nach Gräfenhainichen reinzufahren. Zum Beispiel, um beim Supermarkt sich ein paar Getränke zu holen oder am Gräfenhainicher Bahnhof sich ein Steakbrot oder eine kalte Cola zu holen. Simorius hat das erste von 30 Beefies jetzt angefangen. Mal gucken, wie es ihm geht nach Nummer 30. Are you an American spy? Eine der geilsten Sachen am Full Force fand ich die Medusa-Bühne. Diese war nämlich direkt am See. Das heißt, du konntest eine Sekunde im Moshpit sein und in der nächsten Sekunde einfach schon im See Menschen kennenlernen oder einfach blank ziehen. Ich hab's nicht gemacht, aber ich kann nicht garantieren, dass meine Freunde es nicht getan haben. Da soll es so einen verrückten Schweden geben, der eventuell, ganz vielleicht, jeden Tag nackt baden war. Wir diskutieren jetzt mit Sommertradition. Die Message ist, dass er gleich nackt ist. Dicks out for Harambe. Is it gonna help you in any way if I get naked? Probably. Maybe not. Yeah, I mean, in fact, it's really good. Like, you know what I mean? Yeah, I do it for fun. No, that's a true friend when he gets naked for your benefit.
Kollege kann einfach Backflip. Mach. Boah, Digga, das war krass. Meine Favoriten auf diesem Festival waren natürlich zum einen der Headliner Bullet for My Valentine, den ich schon mein ganzes Leben sehen will. Dort wurde mir aber leider mein Handy abgezogen und mein Kumpel Simon auch. Deswegen seid nicht so dumm wie wir und wenn ihr ganz vorne mit dabei sein wollt, lasst euer Handy irgendwo anders oder kauft euch eine Brusttasche, die wirklich unter dem T-Shirt ist, wo man euch halt nicht das Handy abziehen kann. Ich habe aber auch den Vorschlag, dass man so Maulwürfe platzieren sollte. Also Menschen, die infiltriert sind in den ersten Reihen. Mit Hosentaschen und Bauchtaschen, die aussehen, als wären Handys drin. Aber in Wirklichkeit ist dort drin Tinte, wie wenn man einen Geldautomaten knackt. Tinte, die du einfach nicht mehr abkriegst. Das heißt, immer wenn so ein Langfinger sich bedienen will, macht er sich schön die Pfoten schwarz. Und entweder direkt von der Security oder später beim Ausgang könnte man diese Menschen zur Seite nehmen, denen die geklauten Handys abziehen, Platzverweis geben und Hausverbot. Wie findet ihr die Idee? Oder habt ihr andere Ideen, um solchen Diebstahl vorzubeugen? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, sie zu lesen. Auch Crossfade waren der absolute Hammer. Ich kannte von ihnen bis jetzt nur den Song Jägerbomb, aber die haben so eine Energie mitgebracht. So eine Energie, dass sogar Rollstuhlfahrer es sich nicht nehmen lassen konnten, im Circle Pit komplett Gas zu geben. Ich muss sagen, das zu sehen war eins meiner Highlights vom ganzen Festival. Und dieser Mann ist für mich eine absolute Legende. Was bringen uns denn jetzt diese VIP-Karten? Meint ihr, es ist so wie in dem Film? VIP, alles Groupies, Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Lasst uns mal schauen, wie es wirklich ist. Wir haben gerade Hand of Blood getroffen. Und jetzt sind wir einfach im VIP. Und was euch im VIP erwartet ist, Kaffee und Sitzplätze. Also sehr spektakulär. Und Wasser. Und Wasser, wenn ihr einen Becher habt. Sonst nicht. Also, so was ihr aus den Kinofilmen kennt, mit VIP und so Free Blowjob. Nee. So du musst zahlen für den Blowjob. Nach diesem langen Tag war ich sehr fertig. Aber Lukas hatte noch seine Abschlussprüfung. Er wollte unbedingt in den Beatdown Pit bei Nasty. Er hat tatsächlich durchgezogen, also nochmal von mir. Großen Respekt an Lukas, dass er bei Nasty im Pit mit war, weil Pogen und Crowdsurfen, da bin ich dabei. Aber wenn die Karate-Moves im Beatdown-Pit ausgepackt werden, kann ich es nicht riskieren, einen Schlag auf meinen Stürmer zu kriegen oder einen Ellbogen in dieses Gesicht. Was soll ich sagen, dieses Festival hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Danke nochmal ans ganze Full Force Team für diese tolle Organisation. Danke an meine Freunde, die mit mir diese Zeit verbracht haben. Danke an jede Person, die uns mit offenen Armen aufgenommen hat. Und auch die Nicht-Mettler in ihren Reihen willkommen hat, als wären sie schon immer ein Teil davon gewesen. Ich finde, die Rock- und Metal-Community ist eine der stabilsten Community auf der ganzen Welt. Herzlich, solidarisch, zuvorkommend und einfach toll. Vielleicht können wir mal auf die Mekka des Heavy Metals gehen, Wacken oder nächstes Jahr Rock am Ring. Ich wäre auf jeden Fall dabei interessiert, Lukas mitzunehmen und andere Freunde, die Rock- und Metal-Welt nicht kennen. Einfach um ihnen die Kultur zu zeigen, die mir so am Herzen liegt und dass sie mal fühlen können, wie herzlich und liebevoll die Community von diesen langhaarigen, headbangenden Motherfuckern ist. Danke an jeden von euch, der das Video gesehen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, bei welchen Festivals ihr dabei wart oder welches Festival ich mir auf jeden Fall anschauen sollte. Und vielleicht sieht man sich mal auf dem Festival. Grüßt mich dann gerne, ich freue mich wirklich immer. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram schreiben oder mal in meinen Twitch-Livestreams vorbeischauen. Da spiele ich sehr oft E-Gitarre und ihr könnt mit mir zu verschiedenen Rock- und Metal-Songs abviben. Ich hoffe, man trifft sich auf einem Festival und jetzt macht das Outro an. You know I'm a dreamer, but my heart's a gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart, fill me in your bones.
one more night.